Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Am Anfang einmal gesagt, wer noch nicht meinen Creator-Code eingegeben hat, würde ich mich freuen, wenn ihr das tut. MBF heißt der Creator-Code und dann bekomme ich etwas, wenn ihr im Shop ein bisschen was kauft. Aber heute die Folge, ich hatte das schon mal so ähnlich, da war das auch eine sehr komische Aufteilung im Clan und deswegen haben wir einfach keinen Clan-Kriegsgegner gefunden. Wir machen jetzt aktuell einen FW, keinen CW, sondern einen FW gegen All for One. Das ist der Clan von Andrea und, also aus meinem Clan, der Clan. Also Andrea aus The Return, das ist quasi ihr Zweitclan, so sollte ich das vielleicht sagen. Ist halt komplett unfair jetzt, aber okay, die Leute wollten es und einfach mal so zum Spaß. Aber, wenn man sich das mal anguckt, wir haben jetzt schon mal Rathaus 13, allerdings, wir gucken uns ruhig mal den ersten an bei uns. WTF-Apfel ist... Oh mein Gott, das ist unsere Nummer 1. Das, hä? Was? Wie kann das denn sein? Das ist unsere Nummer 2. Und das ist unsere Nummer 1. Der hat hundertprozentig nicht alles hingesetzt. Denn hier wird's ja... Ich meine, es sind natürlich gerushte Dörfer, sonst wäre es ja nicht der WTF-Clan, aber... WTF-Apfel, was hast du angestellt? Wir gucken uns einen Dörfskin mal hier an. Ist er doch. Besuchen. Okay, so sieht es normalerweise aus. Er hat einfach nicht alles gesetzt, aber es ist natürlich ein ziemliches WTF-Dorf. Allerdings hier die Kanone hat er schon und die Adlerdef hat er schon und die Katapulte. Das macht halt mega was aus in der Gewichtung. Aber wenn wir uns jetzt mal nochmal, warte mal. Hier ist jetzt ganz unten, so, da irgendwo war die Annahme. Wir haben dreimal gesucht, wir haben dreimal keinen Gegner gefunden. Also haben wir quasi, das bin übrigens nicht ich hier, das ist ein Namensvetter, WTF Fred groß geschrieben. Wir haben die Gegnersuche irgendwie gecrashed. Also da passierte gar nichts mehr. Unten unser letzter jetzt hier ist nun 40er. FW, der ist eine WTF-Base Rathaus 8. Aber wenn wir uns das mal angucken, wir haben dreimal einen 50er Clankrieg gesucht und unsere letzte Position, ja, würde ich schon fast sagen, ist Mikro-Rush. Wir besuchen ihn jetzt mal. Wir gucken einfach mal. Ja, es ist Rathaus 6. Also... Wir haben von Rathaus 6 bis Rathaus 13 alles dabei und ich glaube, Clash of Clans, der Algorithmus bei der Klarkriegssuche kriegt das einfach nicht hin. Vor allem natürlich, wenn du solche Accounts dabei hast wie meinen. Und wir wollen natürlich noch ein bisschen farmen. Ich habe noch ein bisschen was vor. Wir sammeln das ruhig mal ein. Wir können gleich eventuell schon den Gigatesla. Wird, glaube ich, schwierig. Wir bauen mal eben den Baum ab. Ich habe noch einige Sachen vor. Wir haben hier noch was. Heldenhaft gehamstert. Stil 250.000 dunkles. Alter, so wenig gibt's dafür 10 Juwelen. Alter, dafür gibt's echt 10 Juwelen gerade mal. Ist ja richtig übel. Was müssen wir noch machen? Müssen wir was aus unseren Goldminen sammeln? Das kann ich jetzt ja aktuell nicht machen. Riesen müsste ich noch benutzen. Mauern zerstören in Duellen und noch Mauern verbessern. Das müsste ich jetzt hier eigentlich hinbekommen. In dem anderen Dörfchen will ich die ja nicht verbessern. So, 1, 2, 3. Ja, wir nähern uns schon mal so ein bisschen an. 4, 5. Okay, das waren schon mal 5. Ist da noch irgendwo was Günstiges? Da wäre noch was gewesen für 8.500. Da ist auch noch eine. Die nehme ich jetzt natürlich erstmal alle mit. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt haben wir schon mal die ein oder andere Mauer verbessert. Oh, wir haben es. Oh, wir haben es. Alles klar. So, das zählt auch schon mal. Jetzt sind wir bei 1.760 Punkten. Bauarbeiterschub will ich gerne haben. Und die Million Gold. Die will ich natürlich auch haben. Clanspiele stehen vor der Tür. Ein Tag, 21 Stunden und... Moment. Wir brauchen einen Ballon. Und dann machen wir jetzt einen Angriff. Ich kann euch versprechen, es lohnt sich. Bleibt dran. Lol, ich finde nur so welche. Ich finde ohne Witz seit Tagen in diesem Account einfach nur so welche Accounts. Es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Ich kann gleich, wegen mir kann ich gleich gerne noch meinen Angriffslog zeigen. Es sieht einfach dauerhaft so aus. Es ist einfach dauerhaft so. Ich verstehe auch nicht, warum. Mit meinem 13er-Account finde ich das nicht. Mit meinem Fredrickson-Account finde ich das nicht. Ich finde das nur mit diesem Account. Und ich weiß nicht, warum das so ist. So, warte mal, da ist schon mal ein Feger. Feger 2. Keine Ahnung. Kann ich mir jetzt gerade nicht drauf konzentrieren, dass wir den finden. Wir gehen jetzt einfach mal außen vor. Ich will natürlich... Ah, da unten ist er. Da unten ist der zweite Feger. So, ihr geht nach da. Wir nehmen natürlich den Warden auf Luft. Setzen den jetzt dahinter. setzen jetzt die Loons dahinter, setzen den Felsenwerfer dahinter und setzen schon mal den ersten davon. So, freezen wir einmal schon mal. Muss da immer so ein bisschen drauf achten. Okay, da muss ich nochmal freezen. Okay, den König zünde ich schon mal. So, meine feinen Drachen da. Okay, den freezen wir auch mal. Ich will eigentlich alles haben. Jetzt sind jetzt noch 446.000 Gold da. Die müssen natürlich auch noch zu uns rüber wandern. Ist ja logisch. Die müssen auch noch zu uns rüber. Hoffentlich funktioniert es. Aber ich habe noch den Felsenwerfer. Da kommen gleich noch die Loons. Jetzt kommen noch die Loons raus. Die Adler-Dev. Gut für die Quest. Inferno-Türme. Gut für die Quest. So, 6 Millionen haben wir schon mal. Bonus. Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber die Königin haben wir auch noch. Perfekt. Und da die X-Bögen sind da sowieso nicht geladen. Luftabwehr, dank meiner guten alten Loons, ja, ist down. Königin hat jetzt noch genug Zeit, sich gleich nur um den Rest zu kümmern. 141.000 Gold sind noch da. 3 Sterne wäre natürlich auch geil. Warum wären 3 Sterne geil? Für den Sternenbonus. Ich weiß nicht genau, ob wir den noch übrig haben. Habe ich eben nicht drauf geachtet. Außen ist noch die Werkstatt. 79%. Ja, Königin kümmert sich jetzt schon mal um die Clanburg. Alter, das ist für die Gegner. Wir haben echt dreimal gesucht. Wir haben keinen Gegner gefunden. Das ist unglaublich. Es könnte kein Clan-Kriegsgegner gefunden werden. Ich habe das, glaube ich, sogar gescreenshottet einmal. Und das hatten wir, wie gesagt, 3-mal. Also ich kann schon verstehen, dass die Leute jetzt ein FW mal wollten, weil wir sonst... Ich hab halt gesagt, komm, lass es noch einmal probieren. Hätte es jetzt wieder nicht funktioniert beim 4. Mal mit dem 50er Clankrieg, hätte ich halt gesagt, wir probieren mal einen 40er. Und hätte das dann nicht geklappt, hätte ich gesagt, komm, dann probieren wir halt mal einen 30er und so weiter, bis es halt mal klappt. Aber das ist echt, also ja klar, wir haben eine komische Aufteilung, wir haben viele unterschiedliche Rathäuser drin und was dann natürlich noch hinzukommt, nicht nur, dass wir verschiedene Rathäuser haben, wir haben ja auch noch ziemlich viel WTF-Dörfer. Und dann natürlich noch normale Gerushte. Alles zusammen. So, jetzt werden wir uns eben holen, kommen, beeilt euch ein bisschen, da noch. Oh, das ist der Bauplan. Vom Mauervernichter. Wir warten jetzt mal eben ab. Beeilt euch. Ach Leute, wer kommt eher an? Queen oder Drachen? Ich glaube, die Drachen. Die Queen musste, glaube ich, noch eine Mauer zerstören. Aber, ja, Drachen, wo ist die Queen? Ah, sie ist gar nicht weit zurück. Und sie ist noch ganz gut dabei. So, 31.000 Dunkles. Damit kann ich, glaube ich, noch nichts machen. Im Labor müsste ich eigentlich auch mal wieder was machen. Wir fragen mal eben an. Normale Loons. Ich glaube, es ist aber gerade keiner online. Dann müsste ich ein paar Riesen mitnehmen. 5, 6, 7. Nehmen wir aber mal so mit. Die restlichen Truppen sind bei mir einfach noch zu low. Deswegen machen wir so ein kleines Kill-Squad mit den Riesen. Da müsste das auch funktionieren. Trainingstrank habe ich auch noch. Oh, ich habe sogar noch. Rune des Elex habe ich noch. Buch der Helden habe ich noch. Schaufel habe ich noch. Ja, Mauerringe habe ich noch. Passt. So, was muss ich denn jetzt hier machen? Wir müssen 4 Sterne holen. 10 Riesen. Ach, ernsthaft? 10 Riesen? Das reicht immer noch nicht, oder? Doch. Doch, das reicht. Was wollt ihr jetzt nochmal sagen? Ich hab's jetzt gerade vergessen. Also, stimmt, wir wollten hier noch nachgucken. Das könnte ich sogar upgraden. Bringt mir nur nichts. Wir bräuchten noch 5,6 Millionen für die Drachen. Das kriege ich aber, glaube ich, auch noch. Das kriegen wir doch zusammen, oder? 2 Millionen Elex. Hier habe ich auch nochmal irgendwo eine Million gehabt. Ja, 6 Millionen. Passt. Werden wir machen. Auf jeden Fall Drache richtig stark. So, der kostet, also beziehungsweise das kostet 6,8. Mann, es fehlen so wenig Punkte. Aber okay, ein bisschen fehlt noch. Da hätte ich noch Bauarbeiterschub, aber ist egal. Wir machen das jetzt noch gleich, wir probieren das. Wir probieren noch, das zu machen. Ich habe keinen, 5 Stunden, habe ich jetzt wieder Sternenbonus. Alles klar, wir warten auf die Helden. Kurzer Cut, bis gleich. Okay, ich habe es ja gesagt, wir müssen nicht lange suchen. Ich glaube, ich habe jetzt 1 Minute gesucht und wir haben schon wieder den nächsten gefunden. Und wir werden jetzt die Königin und den König hier oben auf jeden Fall nehmen. Was sollen sie machen? Sie sollen sich um die gegnerische Königin kümmern und danach da. Die Luftabwehr sollen sie sich auch noch holen, das wäre schon mal ganz gut. Wenn das funktionieren würde, da ist ja natürlich auch einiges außen noch. Also einiges noch an Gold und Elixier. Jetzt springt die Königin drüber, kümmert sich jetzt gleich um einen König. Noch nicht. Springt sie doch gleich drüber, oder? Spring doch drüber! Nein, sie geht nicht. Okay. Königin hat sich entschieden, sie will lieber auf der anderen Seite bleiben der Mauer. Deswegen müssen wir jetzt mal eben die Königin... Ich zünde sie jetzt mal direkt. Die muss direkt down. Gegnerische Königin muss down. Minenwerfer müsste eigentlich... Okay, das habe ich nicht geschafft. Da ist aber noch was. Wir setzen die jetzt... Im Endeffekt setze ich die jetzt erstmal alle nach außen. Denn wozu soll ich mir jetzt hier noch sonst großartig anstrengen? Warte mal, wir können da noch was holen. Da können wir noch was reißen. Da können wir auf jeden Fall noch was reißen. So, ihr geht jetzt da drauf. Da werden wir noch einen Zauber draufsetzen. Ja, komm, 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 komm. Alle schön in die Mitte. Alle schön in die Mitte. Holt euch noch ein bisschen was. Holt euch noch bitte den Magierturm da auch noch. Haben wir auch noch. Ja, die Luftabwehr kriegen sogar auch noch da unten. Ja, der Luna hat die Luftabwehr noch gekriegt. Ich will natürlich die 50% auch haben. Ist ja logisch. Da ist noch eins. Da ist auch noch eins. Da ist auch noch eins. Da ist auch noch eins. Zack, da werden wir jetzt noch den Warden hinterher setzen. Wie sieht es denn jetzt aus? 41%. Einige Drachen sind noch am Leben. Einen habe ich mir jetzt nochmal übrig gelassen. Loot haben wir gleich. Ja, haben wir. Loot ist da. 50% sind gleich da. Dann können wir noch versuchen, auf die 70% zu gehen. Ich werde jetzt aber keinen Zauber mehr benutzen. Wir werden auch den Warden... wir können den Warden ja eh nicht zünden. Warden ist auf Level 3. Die Fähigkeit ist noch nicht da. Wir können ihn noch nicht zünden. Aber ansonsten sieht das doch schon mal recht gut aus. Das sieht schon mal recht gut aus. Ich brauche jetzt halt den zweiten Stern nicht. Den Warden, wenn es geht, noch ein paar Prozentpunkte oder so. Aber warte mal, den Warden... Na komm, wir lassen den Warden mal leben. Wir lassen den Warden mal alt leben. Das ist so gut. So viel Loot. Jetzt sind wir endlich bei 7 Millionen. Wir können es jetzt ausbauen. Und das bedeutet ein weiterer Schritt Richtung Rathaus 13. 6,8 Millionen. Ding, 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 ding. Im Ausbau. Und ich will auf jeden Fall noch eine Goldmine ausbauen. Na, gucken. Goldmine kostet 23,8. Ich habe aber hier auch noch welche. Zack. Die dauert nur 51 Sekunden. Habe ich noch einen Trinkskin? Nein, warte mal. Ich hab hier noch eins. Irgendwo hier ist ein Bauarbeitertrank. Ich weiß es. Komm, enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Bitte. Ist nirgends so ein Bauarbeitertrank? Habe ich noch vielleicht ein paar Medaillen von der Clankriegsliga? Da ist noch einer. Sogar zwei. Ärgerlich. Warte mal. Ja. Ich will nämlich jetzt ganz schnell... Ich will ganz schnell die Minen weghaben. So, Mine 1 fertig. Pass mal auf, wie schnell das jetzt geht. Da, Mine 2. Kann ich direkt nochmal weitermachen. Können wir direkt nochmal weiter ausbauen. Und nochmal, 12 Minuten. Dann würde ich mal sagen, machen wir ruhig noch einen Angriff in einem anderen Dorf. Aber müssen wir eben ganz kurz noch ein bisschen was nachbauen. 10 Stück haben wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ein paar Drachen noch. Ein paar Loons noch. Das passt auch. Und jetzt gucken wir mal. Ich muss ja hier noch Mauerteile zerstören, aber das schaffe ich halt niemals. Weil ich keine Mauer... Ich habe keine Bombenwerfer. Ich habe keine Bombenwerfer. Alter, 60 Sterne in Duellen. Alter. Und ich kriege hier dauernd auf den Sack. Ich kriege einfach andauernd auf den Sack. Ich müsste echt mal... Ich bin vielleicht zu hoch mit dem Pokal. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt gucken wir mal. Ob da irgendwo vielleicht noch irgendwie eine Mine oder so ist. Damit die Barbaren vielleicht mal ausnahmsweise nicht alle auf einmal sterben. Okay, da sehe ich schon mal nichts. Weiter. Ich setze jetzt echt mal ein bisschen verteilt. Ich habe keine Lust, dass die mir jetzt gleich wieder alle auf einmal sterben eigentlich. Aber ich will zumindest die Maishütte will ich noch haben. Jetzt habe ich noch 7 Stück übrig. Ja, dann geht halt alle auf die Maishütte drauf. Komm, wenigstens noch 1 Stern oder 2. 1 Stern oder es werden 2. 1 Stern. Komm, 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 komm. 2. Stern. Oh, wir haben den Wachposten gekriegt. Das ist ja auch noch eine Quest. Ja, der ist auch noch weg. Jetzt kümmern sie sich noch um das Sternlabor. Dann sind es auf jeden Fall über 60%. Können wir uns nichts vorwerfen, wenn es so ist. Ja, 62%. Komm, bitte. Einen will ich auf jeden Fall noch machen hier nach. Einen will ich noch machen. Okay, das hat gereicht. Wir haben einen Ballon bekommen. Trinkskin an. 4 Minuten Schub. Nein, ich habe kein... Oh, ich habe kein Elex mehr. Wir haben ja keinen Bonus. Stimmt, aber es ist auch egal. Warte mal. Die Sterne habe ich geholt. Wachposten wird das nächste sein, was wir fertig kriegen. 7 von 15. Rupp. So. Wir gucken mal nach. Ballotelli-Tabi. Ja. Ich habe mich vertan. Ich hätte besser mal ein paar Schleichschützen mitgenommen hier bei diesem Angriff. Das war, glaube ich, nicht schlau so. Und vor allem wird natürlich da jetzt irgendwo gleich noch eine Falle sein oder so. Sie laufen jetzt gleich da rein, dann wird da irgendwo eine Falle sein. Ich warte jetzt ja nur drauf. Ja, Nummer 1. Ja, noch eine Mine. Deswegen werde ich jetzt da laufen. Ist ja vielleicht noch eine Mine irgendwo. Ja, da ist noch eine. Macht mir aber nichts. Oh, das reicht, glaube ich, sogar. Wir haben es geschafft. Ha, das war schlau. Das war gut. Das war gut. 2. Stern. Ob es reicht oder nicht, ist mir jetzt erstmal egal. Wir kriegen ja eh keinen Loot. Wir kriegen aber noch ein bisschen was an Sternen für die Quest. Aber es reicht ja trotzdem. Ah, 0%. Wahrscheinlich Verbindung verloren oder hat aufgegeben. Keine Ahnung. Da würde ich aber mal sagen, sind wir am Ende dieser Episode. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns später wieder und werde euch wahrscheinlich auch mal auf dem Laufenden halten, was es denn hiermit auf sich hat. Mit dem What the Clan gegen All for One, dem Clan von Andrea. Ist Andrea denn dabei? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ist sie denn überhaupt noch im Clan drin? Also sie muss ja drin sein. Ältester, wo ist denn der Anführer? Anführer. Ja, doch, warte mal, SCUF Gaming? Ich weiß zumindest, dass das Andreas Clan war. Naja, wir werden es sehen. Wir haben jetzt schon wieder einen Arbeiter frei, habe ich ja eben gesagt. Dann machen wir die Goldmine. 6 Stunden! Bis später, guckt die Beschreibung, gebt meinen Creator-Code ein, MBF. Macht's at you.